My stomach is growing, honey. It's gonna make our meat tasty. Let's fire the cook and grill for the rest of our lives. Hallo Leute, hier, was haben wir denn hier? Allum, ein Fan hat mir hier dieses Paket geschickt und das schlitzen wir mal auf. Einmal dran langsägen hier, schön vorsichtig, filigran. Und was ist da für eine Überraschung drin? Hauptsache irgendwie was. Ein Bier, ja. Ganz genau hier. Lümmeltüte Nummer 1 hier. Mhm. Und dann packen wir mal weiter aus hier. Das volle Programm. Die nächste Granate, der nächste, dann Merzen. Der schöne Klopper. Und? Ja, so hier. Noch eine Sorte Pilz hier, jawohl. So, und unten noch drin, Packung Würstchen, glaube ich. Ne? So fühlt sich's an. Da, die ganzen Pringel hier. Sehr gut. So mag ich das, jawohl. Und hier, Wurst und Bier. Ja, da sage ich mal Dankeschön, mein Freund. Ja, das zünden wir erstmal hier. Und ab in den Hals. Und ja. Nun kann die Folge beginnen. Ja. So, ich schnapp mir noch einen Prängel. Und jetzt kann die Folge beginnen. Einfach mal hier Kohle rein, schütten hier unten rein. Water Smoker, jetzt diesmal ohne Water. Geht auch einfach auf den Kugelgrill. Ich brauch das schnell hier, aber Indirect Heat. Hab auch kein Wasser unten reingefüllt. Einfach nur Heat. Und jetzt hier Chicken. Brüste. Dann nehmen wir so eine Hälfte davon. Kloppen die da hin. Sägen einmal durch, Freunde. Ah, richtig. Zack. Und dann machen wir das gleiche Spiel ganz hier nochmal. So. Hier einmal reinsägen, quer hier von mir aus. Da kann man auch hochkant machen. Das macht nichts. Aber nicht ganz durchsägen, Freunde. So, kurz vor Ende anhalten hier. So. Und nun kann man es umklappen, jawohl. Und man hat hier so einen langen Streifen. Ganz genau. Und jetzt den Hot Reggae Rub nehmen, Freunde. Wer den nicht hat, oder was? Ja, Alternativmischung. Habe ja genug rausgelunzt, Freunde. So, Bacon rein. Und dann noch ein bisschen nochmal hier, dass überall was dran ist hier. Und dann nimmt man so ein Streifchen. Und wickelt jetzt einfach da rum. Ganz einfache, easy Vorspeise, Freunde. Zack hier. Na los, du Lümmel. Oh, perfekt hier. So. Da kann noch ein Scheibchen dran, Freunde. Mhm. Und da wird gerollt. Jawohl. So. Zack. Und jetzt rollen wir das hochkant ein hier und haben dann gleich so einen Lolli. Boah, noch ein Piekser durch. Und schon haben wir ihn gleich. Aber ich mache erstmal die restlichen fertig. Aber ein Sicherheitsstreifen, ich vergaß. Der darf natürlich nicht fehlen. Oh. So, umgelunzt. Und nun, Freunde, jawohl, hier noch ein bisschen verschönern hier. So, tada, da ist er. Hat der Runde gefährt. Piekser durch, Lolli fertig quasi. So, zack, tada, ich kann ihn drehen lassen. Oh, sieht das gut aus. So, Freunde, nun hier, jawohl, wir haben ein paar Fette gemacht. So sieht der ganze Spaß aus, ganz easy. Ab zum Grill hier. Habt ihr jetzt auf so 140 bis 150 Grad angeheizt, ne? Und insgesamt Grillzeit hier circa 60 Minutes, 50 bis 60, müsst ihr mal reingucken. Je nachdem, was euer Grill so kann. So, drauf damit. Jetzt backen wir das erstmal ein bisschen. Ganz genau. Deckel drauf. Ich gehe nochmal runter und blüht's, man sieht's. Ja. Das sind die Lollis, Freunde. So. Da sehen sie schon fertig aus, ne? Kurz vorher. Einmal nochmal glasieren hier. So.
Oh, bisschen Sugar für die Girls hier. Ahornsirup drauf gelöbelt. Oh, die sehen auch gut aus. Ah, passt auch noch was drauf. Sehr gut. Oh. Ja, perfekt, würde ich sagen. Alle eingetütet hier. So, hier auch noch ein bisschen was drauf. Darf ja nirgendwo was fehlen. Hier nichts verkommt. Ich zack hier jeden einzelnen für euch. Deckel drauf und dann ein paar Minuten später ist es fertig. Wow. Das ist ein Lolli, der Doppelfaust-Lolli. So, ein paar kleine Snacks vorweg, Freunde. Ja, kleine Wartezeit zum Überbrücken hier für nächste Woche. Quatsch, nächste Woche. Nächsten Samstag, meine ich. Oder diesen, meine ich. Jawohl. Drauf gelümmelt. Und da sind sie auch schon. Hier nochmal Rezept. Zutaten halten sich diesmal in Grenzen. Aber es kann ja auch mal gut sein, ne? So. Lunzt es euch rein. Ich nehme mir noch so ein Kännchen da hinten. Und ab in den Hals. So, schnappen. Aber ihr wollt sehen, wie es von innen aussieht. Mal sehen. Kann man sich kaum vorstellen. Aber ich seh's mal an. Oh, Chicken and Bacon, jawohl. Einfach eine gute Kombi. Und rein in den Hals. Oh, ich nehme mir noch einen hier. Theoretisch braucht man die gar nicht ansägen und direkt in den Hals. Oh, jawohl. Genau, mit Bacon schmeckt einfach alles besser. So. Und rein damit. Zack. Boys and Girls, ballert's euch rein. Ich hoffe, der kleine Zwischenlunser hat Gefallen gefunden. Also, Abonnation und lasst den Daumen brennen. Den Daumen nach oben.